So, hallo, herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Wir sind hier im herzoglichen Weingut, kann man sagen. Mit Anna Henrietta. Und wir müssen jetzt mal hier ein bisschen die Weinfässer durchchecken. Ob wir den Wein finden, der ja auf dem einen Brief war. So, wir haben hier noch was. Beclair Weißwein, jawohl, geben wir uns die Kanten, hat er gemacht. So, lesen. Da haben wir ihn doch, oder? Ne, Evelus. Okay. Ervelus, den mag ich. Schön trocken. Hervorragender Wein. Du hast Geschmack. Ah, schön. So, was haben wir denn hier Hübsches? Beclair Weißwein, das lassen wir mal an. Hier haben wir noch was. Jo, hier haben wir doch auch noch was. Warte mal, warte mal. Wir nehmen das natürlich alles auf. Jo! Ein Zapfhahn, wie geil. Est. Diesen Wein kennt ja nun wirklich jeder. Ach, gehört zu den besten Weinen der Welt. Castel Ravello ist dafür berühmt. Geil, wir können jetzt ein Weinfass aufmachen, theoretisch. Wir haben ja Holz haben wir jetzt und... Ach, wie cool das hier ist. So, wir looten das mal hier alles. Eine kurze History des Pomino lesen wir doch gerne durch. Auch wenn sich der Pomino einer nicht so großen Berühmtheit erfreut wie der SS oder selbst der Ervelus, hat er eine Vielzahl an Bewunderern und gehört zu den besten Weinen der Welt. Allerdings wissen nur wenige, dass die Welt diesen Wein mit dem leicht scharfen und überraschend satten Nachgeschmack fast verloren hätte. Der Grund für diese zum Glück abgewendete Katastrophe war Phylloxera mortifera, die sogenannte tödliche Reblaus, deren plötzliche Invasion nahezu alle existierenden Rebstöcke dieser Weinsorte vernichtet hatte. Viele Wochen lang sah es so aus, als ob niemand etwas gegen diese Plage tun könnte und der Pomino dem Untergang geweiht wäre. Schließlich gelang es jedoch den herzoglichen Alchemisten, die Reblaus zu besiegen und eine ausgewählte Gruppe Winzer sorgte dann dafür, dass die Rebe auf Castel Ravello erneut angepflanzt wurde. Einige Experten aus der Zeit der Seuche behaupten jedoch, dass durch ihre Bemühungen zum Erhalt der Rebe bei der Kreuzung Verunreinigungen entstanden seien, sodass sie nie wieder denselben sagenhaften Geschmack erzielen konnten. Ups, was schuckt die mich so? So, knallen wir uns alles gepflegt rein. Was haben wir hier noch Hübsches? Na? Nee, auch nicht. Fiorano, Rittersporn ist ganz wild darauf. Ach ja, sein verwöhnter Gaumen. Ja, der gute alte Rittersporn. Was schuckst denn du mich so? Wenn du keinen Bock hast, mit mir zu erbern, dann wärst du daheim geblieben. So, Pomino, Jahrgang 1273. Hier drüben ist Pomino. Irgendwas läuft doch hier total falsch, oder? Ervelus. Das haben wir ja schon. Ja, die Markierungen, die sind auch richtig doof, ne? Wie als ob die da gar nicht hinkörten. Ich laufe mal hier entlang. Das was ich mache, mal entschuldige, aber ich mache mal dieses Licht an bei mir da. Ach, da oben haben wir noch so Pappenheimer. Wie komme ich denn da hoch? Die Anna will sicherlich auch mit. Neugierige Lude. So. Komme ich dann auf? Komm, wir machen hier mal die Tür zu. Muss ja keiner wissen, dass wir da sind. So, Anna. Sind wir hier? Richtig. Trauben können wir mitnehmen. Pinot Noir, Sandre Tour. Kupfererz, Nickelerz.
Okay, außer Wein. Gibt's hier, glaube ich, auch nichts Großartiges mehr für mich, ne? Da war noch was. Chateau Valdo, schieß mich durch. Ups. Hier war doch noch was, no, yo. Hier ist Saufkühl. Da war doch auch noch einer. Nee. Hat doch kurz auch aufgeploppt, dass ich das nehmen kann. Anscheinend nicht. Naja, was soll's. Weißt du was? Ich steig. Wo muss ich hier raus? Ach doch. Ich muss doch da irgendwo hochkommen, oder nicht? Das gibt's doch nicht. Okay, hier können wir die Kerze nur ausmachen. Ja, da oben ist halt das Schild, ne? Edgy Badge. So, wie kommt jetzt die hoch? Edgy Badge, wir looten hier mal, bis die kommt. So. Die Sangreal Jahrgang 68, das ist eine ganz richtige. Sangreal, das Fass ist von 1268. Fast, aber nicht der richtige Jahrgang. Es bleibt auf jeden Fall hier sehr, sehr spannend. So, da haben wir noch einen Weinschubse. Ich loot noch mal hier kurz, ist aber nichts. Da haben wir doch, Jahrgang 69. Hier, 1269. Und nun? Sehen wir nach leeren Fässern. Willst du sie anstechen? Fürs Erste reicht es, wenn wir klopfen. Wenn es hohl klingt, sind wir fündig geworden. Dann klopfe ich erstmal an deinen Kopf. So, klopf auf die Fässer, um herauszufinden, ob sie voll sind. Jetzt bin ich gespannt. Ich mach mal die Fackel aus, dann höre ich vielleicht ein wenig mehr. Voll. Das hier ist auch voll. Ihr seid alle voll. Voll. Dann kann es doch nur das sein, oder? Das hier ist auch voll. Bist du deppert? Voll. Sind ja alle voll. Sieht aus, als wären alle Fässer voll. Sackgasse, fürchte ich. Voll sind sie schon, aber ist auch Sangreal drin? Nimm einen Hahn und einen Hammer. Wir öffnen sie und probieren. Fertig. Yo. Wir können anfangen. So, stich die Fässer für Anna Henrietta an. Jo, jetzt kippen wir uns mal die Binde hinter. Wir fangen hier an, ganz links. Bereit. Geht zur Seite. So, zum Wohl. Und jetzt das Weinglas hier. Und? Und, schmeckt's? Dieses Aroma würde ich überall erkennen. Ja, und jetzt? Nächsten anstecken, oder? Ich mach mal wieder Licht an für dich. Und? Ui. Widerlich. Bitterer Mistwein. Vielleicht ist er umgekippt. Unmöglich. Das ist kein Wein, sondern übler Unrat, der nie ein Fass von innen hätte sehen sollen. Es kann kein Zufall sein, dass er trotzdem in einem Fass ist. Meister Fabrizio.
Mal sehen, was der dazu zu sagen hat. Meister Fabrizio, ich bin sehr enttäuscht. Aber gnädige Herrin, ich... Du bist einen Schritt davon entfernt, den Kopf zu verlieren. Sag die Wahrheit, dann behältst du ihn vielleicht. Ich gestehe alles. Ich habe ein Fass Sangreal verkauft. Bitte vergib mir. Warum hast du das getan? Ich konnte nicht widerstehen. Sie haben eine abenteuerliche Summe gezahlt. Da bin ich schwach geworden. Bezahle ich dir nicht genug? Ich wollte unseren Familiensitz zurückkaufen. Das hier gehört mir nicht. Gut, ich habe ein Dach über dem Kopf und genug zu essen, aber was ist ein Edelmann ohne eigenes Land? Ich werde alles sagen, aber bitte erweise mir Gnade. Du Mistkerl. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, ne? Wem hast du den Wein verkauft? Vor ein paar Wochen hat ein reicher Edelmann mich in der Fasanerie angesprochen. Er behauptete, Diplomat zu sein und Verbindungen zum Hof zu haben. Er schlug mir ein gemeinsames Unternehmen vor. Er hatte Kunden, die schon für einen Tropfen Sangreal ein Vermögen hinblättern würden. Er wollte als Mittler fungieren. Wie heißt der Mann? Das hat er nie gesagt. Er war groß, schwarzhaarig und sprach mit Akzent, behauptete aus Zintra zu stammen. Ich habe keinen Edelmann aus Zintra am Hof. Boah, jetzt wird's aber richtig cool hier, ne? Hast du wirklich geglaubt, das fliegt nicht auf? Ich war ein Idiot. Ich bitte dich, gnädige Herrin, vergib mir. Und wie wurde der Wein übergeben? Wir haben uns im Schutze der Dunkelheit in den Ruinen von Foastre getroffen. Ein Dutzend Männer kamen zur Abholung. Bewaffnete. Die Sorte, die nach Ärger riecht. Ich brachte ein Fass, das sie auf einen Wagen luden, und dann trennten sich unsere Wege. Das ist alles? Da hast du sie zum letzten Mal gesehen? Naja, vor ein paar Tagen traf ein Bote ein. Er sagte, sie wollten ein weiteres Fass kaufen. Und das habe ich bereits für die Lieferung vorbereitet. Alter, was ist denn das für ein Verräter, du? Den eigenen Reihen, pfui Teufel. Das reicht. Wir wissen, was wir wissen müssen. Gnädige Herrin, ich flehe dich an. Vergib mir. Geh mir aus den Augen. Hauptmann, lass Meister Fabrizio in den Kerker bringen. Er muss sich für sein Verbrechen verantworten. Hochverrat. Und was jetzt, Hexer? Wir stellen eine Falle. Wir müssen die Weindiebe fangen. Der Edelmann aus Zintra könnte der Erpresser sein. Ich bringe die nächste Fuhre nach Foastre. Damien und seine Soldaten begleiten mich. Ausnahmsweise bin ich mal deiner Meinung. Wir machen es, wie du sagst. Gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Bin bald zurück, es kann losgehen. Wir gucken uns mal hier noch ein wenig. Moment noch. Beeil dich. Wir warten nur auf dich. Jetzt wird er Hektik machen. So, sag Damien, wenn du bereit zum Überfall bist. Was, Überfall? Wir wären ohne dich nicht weit gekommen, gnädige Herrin. Der dieser Lump, ne? Verräter in den eigenen Reihen, du. Den der die Avi sperren, den Krüppel. So. Hätte ich nicht gedacht, war aber jetzt auch sehr, sehr schön. So, hier kommen wir nicht rein anscheinend. Weißt was? Dann machen wir einfach weiter hier, oder gemeint. Hallo. Beeil dich, Hexer. Ja, ich bin doch da.
Meine Männer sind bereit. Auf dein Wort brechen wir nach Forastre auf. Es ist an der Zeit, diese Weindiebe zu schnappen. Es gibt keinen Grund zu warten. Legen wir los. Wir brechen sofort auf und gehen in Stellung, bis du eintriffst. Du nimmst den Wagen. Wir sehen uns dort. Gut. Achtet während der Übergabe auf mein Signal. Hui, das wird lustig jetzt. Entspann dich. Wir warten hier. Seht, unser lieber Winzer. Das ist er nicht. Was jetzt? Alter, jetzt gibt's ein Gemetzel hier. Auf sie mit Gebrüll! Weißt du was? Da machen wir jetzt ganz, ganz kurzen Prozess. So, überlegenes Öl der Erhängten. So, zückt euer Schwert! Gut, Männer! Viel dürften es nimmer sein, ne? Auf ihn, Männer! Hetzel, oder? Bilde ich es mir ein, oder hatten wir vereinbart, dass ihr auf mein Signal wartet? Das war der Plan, aber... Toller Schuss. Gut, dass du was getan hast. Ich weiß nicht, wie es sonst ausgegangen wäre. Stets zu Diensten. Es war ein guter Kampf. Einen der Sträucher haben wir geschnappt. Stellen wir ihm ein paar Fragen. Los. Augenblick mal, Hexer. Ich habe mich in dir getäuscht. Hm.
Was machen wir denn? Ich finde immer die Auswahlmöglichkeiten teilweise sehr, sehr schwierig. So, du hattest keinen Grund, mir zu vertrauen. Komm, wir machen das obere. Naja, du hattest keinen Grund, mir zu trauen. Und ich habe nicht viel getan, um daran was zu ändern. Stimmt. Du bist nicht sonderlich charmant. Jedenfalls sehe ich, wie du dich ins Zeug legst. Ich weiß das zu schätzen. Gehen wir zur gnädigen Herrin. Sie wartet in der Nähe. Die ist da? Was? Sie ist hier? Du hast doch hoffentlich nicht geglaubt, ich würde euch die Sache alleine überlassen, wo doch jede Stunde zählt. Bringt mir diesen Gefangenen. Wir müssen ihm einige Fragen stellen. Hauptmann, du hast die Ehre. Wer hat dich geschickt? Er heißt Hund. Angeblich hat er deine Mutter gepimpert. Noch einmal, wer hat dich geschickt? Der Geliebte deiner Oma. Er heißt... Warte, wenn er nicht reden will, muss er nicht. Er kann sich noch auf andere Arten nützlich machen. Sicher braucht der Hexer einen Köder, um das Biest von Beauclair anzulocken. Was? Famose Idee. Axi-Zeichen wäre doch da jetzt nicht das Schlechteste, oder? Normalerweise. Aber ich bin jetzt so einer eigentlich. Das ist jetzt so, ich weiß nicht, bei dieser Quest jetzt sind die Antwortmöglichkeiten doch sehr, sehr... Ich nehme das untere, komm. Ich bin da nicht der Typ dazu einfach. Eigentlich greife ich nur im Notfall zu solchen Maßnahmen, aber in diesem Fall kann ich wohl eine Ausnahme machen. Tu, was du für richtig hältst. Er gehört dir. Hauptmann, deine Männer sollen mir ein starkes Seil holen. Es soll nicht gleich reißen, wenn man einen Mann an einen Baum aufhängt. Seil? Lebendköder. Eignet sich ideal für Monster, sofern sie den Blutgeruch wittern. Aber dafür sorge ich. Was? Nein, um Himmels Willen! Lass sie das nicht! Hör auf zu schreien. Du hast noch eine lange Nacht vor dir. Nein, lass das nicht zu! Ich rede! Boah, das tut doch weh, oder wenn du so einen Pfeil da durch den Oberkörper geschossen kriegst, ey. Die Fässer. Wo sollten die hingebracht werden? Weiß ich nicht. Hauptmann, ich brauch das Seil wohl doch. Ich weiß es wirklich nicht. Nur Hornitz, der Anführer, wusste es. Der liegt tot da drüben. Dieser da. Das erste Fass ging zu einem Lagerhaus am Hafen. Aber wohin dieses gebracht wurde, weiß ich nicht. Das ist die Wahrheit. Ihr müsst mir glauben. Wer hat dich angeheuert? Er wird mich umbringen. Du solltest dir lieber Sorgen wegen mir machen. Wer ist es? Komm schon, Mann, raus damit! Der Zentrier. So nennt man ihn. Ich habe ihn nie gesehen. Aber ich weiß, dass er die Männer für dieses Ding angeheuert hat. Das haben sie gesagt, dass wir für den Zentrier arbeiten. Mehr weiß ich nicht. Ich schwöre es. Bringt ihn in den Kerker. Dort wird er auf seinen Prozess warten. Hauptmann, wir reiten in die Stadt. Sammle deine Männer und such den Zintria. Jemand muss ihn kennen oder gesehen haben. Ja, gnädige Herrin. Ich komme in den Palast, so wie ich etwas weiß. Ich kehre noch nicht in den Palast zurück. Unsere Mission ist noch nicht vorbei. Der Hexer und ich warten beim Wachposten am Hafen auf dich. Ja, gehen wir doch dahin, ne, gleich. Auf in die Stadt. Wie gesagt, wir haben ja leider keine Nebenquests mehr aktuell. Ist jetzt alles nur noch Hauptquest.
Lädt auch wieder sehr, sehr lange. Er ist spät. Entspann dich, er kommt schon. Ich möchte wirklich mal wissen, wie man so verdammt ungerührt bleiben kann. Unmenschlich. Nebenwirkung der Mutationen. Hexer verlieren selten die Nerven. Was, wenn ihm etwas zugestoßen ist? Der Hauptmann scheint gut auf sich aufpassen zu können. Mag sein, aber dieser Zintria kommt mir nicht wie ein gewöhnlicher Bandit vor. Es ist ihm gelungen, herzoglichen Wein unter der Nase der Wache wegzuklauen. Wir haben nur durch einen Zufall davon erfahren. Und er hat dem Vampir die Opfer benannt. Man muss schon ziemlich von sich überzeugt sein, um ein solches Monster zu erpressen. Ja, irgendwas ist es und der Name kommt mir irgendwie bekannt vor, der Zintria. So, der Zintria könnte ja auch ein Mittelsmann sein, er hat einen Fehler gemacht, der uns nützt. Machen wir als Obere. Wir wissen immer noch nicht sicher, ob der Zintria hinter der Entführung steckt. Vielleicht hat er sich nur um den Weinklau gekümmert. Selbst dann hätte er den Wein immerhin an die Entführer verkauft. Das macht ihn in meinen Augen zum Komplizen. Wir müssen den Zintria finden, ob er nun dahinter steckt oder nicht. Auch wenn er nicht dahinter steckt, könnte er doch wissen, wer der Erpresser ist. Außerdem, den Auftraggeber zu kennen ist eins. Dann wüssten wir immer noch nicht, weshalb... Da kommt jemand. Hauptmann, warum kommst du so spät? Wir haben dich vor Stunden erwartet. Dieser Zintria arbeitet nicht alleine. Wir haben es mit einer ganzen Organisation zu tun. Wir wurden von Banditen angegriffen. Es waren nicht mal wenige. Einer meiner Männer hat einen Armbruch, dem anderen ist das Knie zerschlagen. Für immer gelähmt. Und auf der Straße heißt es, auf deinen Kopf sei ein stattlicher Preis ausgesetzt, Geralt. Daran bin ich gewöhnt. Das ist nicht das erste Mal. Musst du immer... Also... Wir haben das Lagerhaus am Hafen gefunden, in das der Wein geliefert wurde. Und den Pächter dazu. Das war ein Bettler, ein Strohmann. Als wir ihn fanden, gab er gleich alles zu. Ein Mann habe ihm das Geld für die Pacht gegeben. Hatte ihn angesprochen, als er vor der Fasanerie bettelte. Dort wartete ein Wink des Schicksals auf uns. Eine Kellnerin erinnerte sich, Wein über einen Adligen verschüttet zu haben, der mit zintrischem Akzent sprach. Wie hat er ausgesehen? Ihre Beschreibung war nicht sehr aufschlussreich. Gut aussehend und mit Bart. Könnte jeder sein. Aber an seine Begleiterin konnte sie sich gut erinnern, weil sie sie kannte. Am Arm des Zintrias war Cecilia Belante. Die Sängerin? Von der habe ich gehört. Sie soll sehr begabt sein. Genau die. Wir haben uns sofort zu ihr begeben. Doch sie war nicht zu Hause. Wir haben die Angestellten befragt. Ein Stubenmädchen sagte, dass Cecilia heute Abend mit einem Herrn aus Zintra verabredet ist. Sie hat ihn zu einem Empfang der Mandragora eingeladen. Wollte ich gerade fragen, Mandragora, das klingt wie so ein Monster schon wieder. Mandragora, was ist das? Eine örtliche Künstlervereinigung. Maler, Bildhauer, Barden und Tänzer. Nie davon gehört. Der Bund ist sehr mysteriös, absichtlich schätze ich. Begreift sich als exklusive Verbindung der künstlerischen Elite. Hin und wieder veranstaltet er Soirées, zu denen ausschließlich reiche Mäzene eingeladen werden. Alle erscheinen in aufwendigen Masken. Es wird getrunken und geschäkert. Ja, es gefällt mir, da gehen wir hin, oder? Schnappen wir uns den Zintria. Dazu müssen wir wohl zu diesem Empfang. Ganz meine Meinung, Hexer. Ich sammle meine Männer und umstelle das Gebäude. Da kommt kein Mäuschen durch. Kommt nicht in Frage. Wenn der Zintria tatsächlich Männer in der Stadt hat, wird er davon erfahren und uns entkommen. Die Herzogin hat recht. Wir müssen vorsichtig sein. Am besten gehen wir hin und mischen uns unter die Gäste. Genau das werden wir tun. Wir, edle Herrin? Geralt und ich. Bei dieser Art von Gesellschaft könnte der Hexer meine Hilfe brauchen. Wo findet der Empfang denn statt?
Die Mandragora hält ihre Versammlungen stets am gleichen Ort ab. Einem Anwesen in der Oberstadt. Ein nobles Viertel. Geralt, du musst dich passend kleiden. Danach treffen wir uns in der Oberstadt in der Scharlatanallee. Mach das Feuer aus. Ja! Yes! Frei ist heilig, so quest der Mann aus Sintra. Sehr, sehr cool. Lege Kleidung an, die Anna Henrietta und das Source für angemessen hält. Jo, und wir haben ja diese Klamotten. Nur zur Sicherheit. Wir haben ja diese Klamotten. Ich wusste doch, dass wir die doch irgendwann mal brauchen. Die werden wir nicht hier kaufen. Sondern die werden wir uns holen. Wir werden zu unserem Lager zurückgehen. Das machen wir. Aber dann alles in der morgigen Folge, liebe Freunde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Jetzt ist kurz vor noch. Ach Gott, oh Gott. Warte mal, wir nehmen das hier noch schnell mit. Der Zettler. Oh, Fall. Einarmiger Adelard. Komm, das lesen wir jetzt geschwind noch. Deckname. Einarmiger Adelard. Echter Name unbekannt. Alter unbekannt. Aussehen. Zeugen beschreiben ihn als Mann von durchschnittlicher Größe und mit muskulösen, kastenförmigen Körperbau. Dunkle Augen, eindeutig mehrfach gebrochene Nase. Besondere Merkmale unterhalb des Ellbogen, fehlender Arm. Ah, Adelard meine ich, bedeckt seinen Stumpf für gewöhnlich mit dem Ärmel seines Hemdes oder Mantels. Manchmal trägt er eine Prothese. Tätigkeitsbereich hauptsächlich Hortville. Aber er wird vermutet, dass er Kontakt in ganz Buclair hat. Der einarmige Adelard wird verdächtig, mindestens 50 Gemälde sowie Echtheitszertifikate zu fälschen. Besagte Gemälde befinden sich in Sammlungen von Privatpersonen, die von Adelard hintergangen wurden. Die Fälschungen wurden aufgrund eines Fehlers seitens des Fälschers entdeckt. Einer seiner Mittelsmänner versuchte Gräfin de Busson, das Gemälde Belhavener Felder zu verkaufen. Die Gräfin verständigte umgehend die Wache, denn besagtes Gemälde befindet sich seit Generationen in Familienbesitz. Ich wollte die Wache verdoppeln. Ich mag. Trink erst einmal ein Schlückle und denk nochmal drüber nach. So, liebe Freunde. Wisst ihr was? Wir gehen haben. Jetzt frage ich mich halt nur, wo wir sind, ne? Arme Städterin, wir machen nochmal geschwind eine Markierung hin. Gehen nach Hause. Jo, da haben wir es nämlich nicht weit. Zu unserem Lager machen wir hier nochmal einen Punkt hin. Und ja, reisen dann morgen dahin und gucken uns oder holen uns die Klamotten. Die brauchen wir nicht extra kaufen, wenn wir sie schon haben. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen. Bye bye. Servus, macht's gut. Euer Franconia.